so das andere ist. Schon mal gesagt haben, C23 Computer Club aus Wiener Neustadt beschäftigt sich vorwiegend mit Computer Gaming und mehreren Sachen auch noch. Ihr wisst ja, auf unserem Kanal habt ihr schon gesehen, dass wir auch im Haus des Meeres waren, eine Führung, die man so nicht kriegt, die hat der Andreas Haubers. Und das ist, neben mir ist eben der Andreas Kölner, der Chef von dem Ganzen, und der wird uns jetzt was erzählen über diesen Computer Club, zum Beispiel wie lange es ihn schon gibt, wo er ist, wie er erreichbar ist. Und womit er sich beschäftigt. Andreas, bitte. Ja, also wie gesagt, wir sind seit 11 Jahren in Wiener Neustadt, haben ein eigenes Vereinslokal, was eben vorrangig mit Gaming und Computer, also für alle Computerinteressierten beschäftigt, als Sammelpunkt und als Interessensgemeinschaft Computer, Gaming, aber auch abseits vom Computer und Gaming, daher das Moor. Deswegen machen wir auch Führungen und Veranstaltungen außerhalb, dass man die Leute ein bisschen aus den Zimmern herausholt, in die Gemeinschaft hereinholt und dann gemeinsam Aktivitäten durchführt. Ja, das ist ja zum Beispiel was, was eben nicht jeder macht, aber es gibt ja auch LANs veranstaltet, Gewinnspiele und solche Sachen. Was ist da in letzter Zeit geplant und ich sicher macht es da auch eine Verlosung? Wir haben hier auf dem Messestand täglich eine Verlosung um 18 Uhr, wo jeder teilnehmen kann. Und alle Gewinnspielkarten nehmen dann auch teil an einer Hauptverlosung am Sonntag, wo es dann diverse Pads, Gehäuse und so weiter zum Gewinnen gibt. Unsere Aktivitäten, wie gesagt, in nächster Zeit sind Schwerpunkt E-Sport, E-Sport-Förderung. Und als solches fördern wir große LANs und die E-Sport-Community mit unserem Wissen, mit Servern, mit dem Aufbau von LANs. Aber wir veranstalten eigene LANs, wo wir die Leute zum E-Sport bringen, zum gemeinschaftlichen Spiel, zum Turnierspiel, zu dem Sport E-Sport. Gut, und das kann man alles spielen und da kann man auch jede Menge gewinnen. Ich meine, ihr müsst euch einmal die Homepage anschauen, www.c23.at. Da gibt es immer wieder Sachen zum Gewinnen. Also ich sage immer, ja, bei einem anderen Verein oder was, da freut man sich, wenn es so 10 Spieler zum Gewinnen gibt, bei ihm gibt es das gleiche Kilos. Das ist ja, da wird man ja quasi zugeschüttet. Sucht einmal 3 Spieler aus oder so. Oder? Eines unserer Mottos ist, wenn man bei unseren Turnieren mitspielt, kann man sich den Preis selbst aussuchen. Das heißt, wir haben immer einen großen Gabentisch und dort, wo dann eben Turnierpreise vergeben wird, bestimmen nicht wir den Preis, sondern die Gewinner können der Reihe nach, wie sie gewonnen haben, andere Spiele selbst aussuchen. Ja, das kann man wirklich so Gabentisch, da ist also permanent Weihnachten in den Vereinen. Wenn er nicht so weit von Wien weg war, eben in der Neustadt, und wo ist er da genau? Am Flugfeldgürtel, also genauer gesagt in der Wielandgasse, haben wir unser Vereinslokal seit nunmehr 11 Jahren. Auf der Homepage ist auch genauer Anfahrtsweg beschrieben, aber vom Flugfeldgürtel, der Gürtel von Wiener Neustadt, aus groß ersichtlich. Na, super. Also, ich glaube, ich mache heute und morgen sogar auch noch eine Verlosung. Also, heute wird es nicht mehr ausgehen, bis wir da sind und das Ganze auf YouTube gestellt haben. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen aufgenommen. Wird Zeit vergehen. Aber wann ist die immer? Morgen gibt es ja auch noch eine. Also man kann morgen auch noch teilnehmen, da werden noch etliche Goodies verlost und eben auch morgen die Hauptpreisverlosung. Beides bis 18 Uhr, also bis 18 Uhr morgen kann man noch teilnehmen. Gut, soweit so gut. Euch erwischt man natürlich im Internet, logisch, auf Facebook, auf Google Plus, auf der eigenen Homepage. Also, ihr könnt es euch hier anschauen, im Hintergrund, was alles ist. Wir haben dann eh noch ein kleines Video auch noch dazu gemacht, wie sich der C23 hier präsentiert am Stand und so. Also, es ist immer was los, ne? Gut. Dann danke der Chef für die Information.
Und das war's dann schon. Ja, tschüss. Tschüss.